Der internationale Tag des Bodens wird jedes Jahr am 5. Dezember im Wechsel von den vier Regierungspräsidien des Landes organisiert. Dieses Jahr war das RP Stuttgart an der Reihe und die Partner waren das Wilhelmsgymnasium sowie das Stadtmedienzentrum Stuttgart am Landesmedienzentrum Baden-Württemberg. Alle Partner trugen wesentlich zum Erfolg des Tages bei. Das Regierungspräsidium ermöglichte mit Vorträgen von Professoren eine wissenschaftliche Betrachtung des Themas. Die Schulklassen des BG beschäftigten sich mit zahlreichen Projekten mit dem Thema. Und das Stadtmedienzentrum Stuttgart sorgte nicht nur für das leibliche Wohl der Besucher und technische Unterstützung, sondern lieferte im Rahmen eines Fachtages Geografie am Nachmittag mit zwei Workshops zum Thema Bodenlehrfrag Beuren und mit einer Eigenproduktion zum Thema Stadtentwicklung Stuttgart, Impulse und Ideen für den Unterricht. Regierungspräsident Schmeichel, sehr geehrte Mitglieder des Organisationskomitees für diesen heutigen Tag. Sehr geehrte, zum heutigen Internationalen Tag des Bodens 2011 begrüße ich Sie und nach der Eröffnung der Veranstaltung den Oberstudiendirektor Wolfgang Funk begrüßt der Regierungspräsident Johannes Schmalzen die zahlreich erschienenen Teilnehmer des Internationalen Tags des Bodens und wies darauf hin, welche Bedeutung der Boden für die Menschen hat. Schmalzel zeigte auf, wie wichtig der Boden für die Erneuerung der Weltbevölkerung sowie für die Reinhaltung des Wassers ist. Der Boden ist eines der wichtigsten Güter, die der Mensch besitzt, und da also, sollte er besonders gut geschützt werden. Sieg ist es, die Bedeutung des Bodens für den Menschen auf seine Funktion und Gefahren hinzuweisen. Und allen heute gute Erkenntnisse und einen guten Verlauf. Danke. Ich darf an dieser Stelle auch nochmal die Moderation des Tages übernahm Martina Klein vom SWR. Ich bin vom SWR und freue mich sehr, heute hier am Internationalen Tag des Bodens zu sein. Professor Dr. Hans-Karl Haufe von der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen erläuterte, wie Boden funktioniert. Die Beschaffenheit des Bodens wurde erklärt, wie Boden Wasser speichert, welchen Lebensraum der Boden für Pflanzen, Tiere, Pilze und andere Lebewesen bietet. Darf ich Sie Ihnen vorstellen als die graue Eminenz des Bodens? Professor Dr. Karl Stahr, Universität Hohenheim, beschrieb, wie Böden auf Klimaveränderungen reagieren. Und der Humusgehalt, der zeigt schon, dass das... Leinzirn stellte den Boden des Jahres, das Niedermoor, Leinzirn erläuterte, Entstehung und Verbreitung in Baden-Württemberg. Ministerialrat Markus Langer, Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft, hob nochmals hervor, wie wichtig der Schutz des Bodens und die dazugehörige Aufklärungsarbeit ist. Er dankte allen Mitwirkenden für diesen gelungenen Tag des Bodens. Verstehen wir, wie wichtig und wie schützenswert der Boden für uns Menschen und für die Natur ist. Vielen Dank für euren Einsatz. Früher gemacht wurde das Wilhelmsgymnasium, das unter der Regie von Hans-Jürgen Rotter, Lehrer am WG und gleichzeitig pädagogischer Referent am Stadtmedienzentrum, mit Aktivitäten in der Bodenwerkstatt, Schülerarbeiten und Referaten in den Bereichen Naturwissenschaft und Technik, Biologie, Geografie und Kunst dem Thema Boden und Bodenschutz vielfältig näher. Ja, es wird jetzt am Mittwoch gesendet und dadurch, dass das heute Tag des Bodens das ist, können wir das SWR nicht mehr machen, weil das ist mit einer Redaktion vor Ort und produziert in einem dreitägigen Workshop mit Schülerinnen und Schülern eine Sendung zum Thema Ernährung. Ein schöner Beitrag zum Thema und zum Schutz des Bodens. Zwei Stunden das Demo-Programm. Bilder der Ausstellung Landschaftswandel des Landesmedienzentrums ergänzt den Internationalen Tag des Bodens und gibt Schülerinnen anhand zeitlich versetzter Bilder eine Vorstellung von dem rasanten Flächenverbrauch der letzten Jahrzehnte.